Ruhig. Sehr gut. Janosch, wow. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2, unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau, warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Ihr richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Es sind Torpedo-Delfine. Okay, dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt, aber er wollte einfach nicht hören. Ja, da sind wir ja wieder bei unserem Lieblingsanführer. Alter, ist schön, wie er sich auf den Bart zwirbelt. Finde ich einfach geckig, muss ich ja mal sagen. Allerliebst. Und hier so einen lustigen roten Knopf, wo man draufdrücken kann. Einfach schön. Und die Toni, Alter, wie die ihren Arsch hier rausstreckt, ne? Das ist ja, ja, sag ich mal gar nichts zu, aber schön, die mal wieder zu sehen. Es wundert mich eigentlich nicht, dass sie zu mir zurückgekrochen kommt. Tja. Pech gehabt, Toni. Ich habe jetzt nämlich eine richtige Freundin. Also 2/3 davon. Ah, also keine, die dich bei dir sich wohnen lässt, bei sich aufnimmt, durchfüttert und alles zur Verfügung stellt, sondern eine richtige, natürlich. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. Ach ja, das ist Liebe. Was machst du hier überhaupt? Dich könnte ich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen und sie ist wohl auf. Zumindest zu 2/3. Sie kann einem nur leid tun. Ach ja, da klingt aber jemand sehr frustriert. Ich glaube, das ist eine Midlife-Crisis. Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren polen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westwalk hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnen-Entführen- und mit Feuerbällen auf Retter-Werfen-Syndrom. Nenn es, wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. Oh, das ist so herzig. Und die Musik finde ich so schön im Hintergrund. Banduell ist das famose Frischgemüse aus der Dose. La, 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 la. So, auf jeden Fall, weiter geht's. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel, das ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir? Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja, so gerne ich über deine mich-bezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. Oh.
Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Lass mich raten. Du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und du sagst... Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Aber ich hab mich geändert. Verdammt. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Ruvus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolke zu leisten. Aber... Kein Aber, Rekrut. Ei, Chef. Oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Ja, dann aber ab ins Becken. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch, Rekrut. Bei euch piept's wohl. Ich bin doch nicht euer... Rekrut. Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Egal, das ist es wert. Ach, ich wünschte, sie hätte Beppo gesagt. Ich bin doch nicht euer Beppo. Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du Mieser! Oh, oh. Huch! Huch! Du wurdest von einem hässlichen Drachen getötet. Und einfach überrannt quasi. Und außerdem sind wir gerade gestorben und das ist, glaube ich, eine Hommage an alte Sierra-Spiele, an alte Sierra-Adventures. Da gab es immer diese Todesbildschirme. Und die gab es quasi an jeder Ecke. Bist du einmal falsch gegangen? Tot. Hast du was Falsches gemacht? Tot. Was Falsches gegessen? Tot. Ein Helm nicht aufgesetzt? Tot. Immer tot. Das waren die Sierra Adventures, da bist du gleich gestorben. Und, oder weh, du hast mal irgendwas vergessen. Irgendwie 10 Screens weiter, dann musstest du nochmal laden, weil du kamst nicht mehr zurück und so weiter. Damals waren Adventures noch richtig hart. Nicht wie hier mit so billigen Türklopfrätseln und sowas, wo man sofort nach 2 Sekunden durch ist. Wie ich ja da auch neulich sehr gut und so. Ja, auf jeden Fall... Sehr, sehr schön, dass das hier mit drin ist. Ich glaube, LucasArts hatten das auch mal irgendwann drin. Bei Monkey Island gab es die Möglichkeit, sich so töten zu lassen. Geil, dass es hier auch mit aufgegriffen wurde. Feier ich gerade ein bisschen. Ich hoffe... Ah ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss jetzt laden, dann wäre ich aufgeschmissen gewesen. Hey, Toni! Und? Wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Die stöhnt immer so rum. Also, die muss Rufus wirklich sehr vermisst haben. Ich habe ein paar Fragen zu den Delfinen. Oh, nein, man kann sie nicht dazu abrichten, mit dir Karaoke zu singen. Okay, dann fällt die Idee schon mal flach. Aber... Also die Toni kennt den Rufus aber echt gut, ne? Dass das nicht geklappt hat, ich weiß ja nicht. Warum sind die Torpedodelfine so klein? Das sind nicht die Torpedodelfine, du Torfkopf. Das ist ihr Nachwuchs. Delfinbabys? Oh, wie süß. Da! Was war das? Was war was? Dein Blick. Du hattest wieder diesen Blick. Hatte ich gar nicht. Weg von dem Becken. Schon gut, schon gut. Bei Torpedodelfine, das stand hier die ganze Zeit zusammengeschrieben, da habe ich die ganze Zeit Dodel, Torpedodelfine gelesen. Nee, kommt jetzt irgendwie nicht so gut. War gerade lustiger, wenn man das so gesehen hat. Naja, egal. Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Wie kann ich die Delfine noch gleich aufmuntern? Spring vor einen fahrenden Kreuzer. Tja,
Hier unten gibt's keine Kreuzer. Könnte aber helfen. Sie lieben physische Komik. Okay, wir müssen also physische Komik anwenden. Vielleicht ja mit dem Janosch. Mal schauen. Wenn das Torpedodelfine sind, wo sind dann ihre Torpedos? Nicht da, wo du denkst. Ein Glück. Janosch hat die Torpedoausrüstung verkauft, um Pizza bestellen zu können. Im Ernst jetzt? Pizza? Nein, es ist nichts mehr übrig. Verdammt. Tja, Torpedodelfine. Die guten Torpedodelfine. Wie kommst du dazu, Delfine zu trainieren? Ich habe ihnen erzählt, dass ich mit einem durchgedrehten Pavian zusammen gewohnt habe. Das hat scheinbar ausgereicht. Ich brauche die Hilfe der Delfine für meine Jagd. Kommt ja gar nicht in Frage. Toni, bitte. Das ist jetzt wichtig. Er hat recht, 26. Rufus braucht die Delfine dringender als wir. Na gut, aber momentan wirst du nicht viel Freude an ihnen haben. Sie sind schon den ganzen Tag sehr deprimiert. Ach, die bekomme ich schon aufgeheitert. Immerhin bin ich auch ein großer Entertainer. Oh, seht mich an. Ich bin Toni. Meine Hobbys sind meckern, schreien und Delfine trainieren. Ach ja, ich kann es noch vom Original nicht zu unterscheiden. Vielleicht würde es sie aufmuntern, wenn du einen langsamen Erstickungstod stirbst. Sie lieben physische Komik. Ich frage mich langsam, ob die Delfine vielleicht physische Komik liegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Von dem ganzen Gerede bekomme ich langsam Hunger auf Thunfisch. Ja, und mein Magengeschwür meldet sich auch gerade wieder. Na, das kannst du ja dann verdauen, dann hast du ja keinen Hunger. So, ich glaube, wir sind hier durch. Ja, Anführer, was machst du hier überhaupt? Ich muss los. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Anführen und so. Was denn? Keine zynische Schlussbemerkung? Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Tja, hat nicht funktioniert, wa? Nope. Na gut. Ach, guck mal, Torpedodelfine. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Ach ja. Und guck mal, hier ein Schnabeltierplanschbecken. Und einen Benzinkanister. Das Dieselöl ist alle. Leider. Wir brauchen es eigentlich, um die Turbine in der Kanalisation zu betreiben. Zum Glück herrschen da draußen gerade ablandige Winde. Sobald der Wind wieder dreht, ist der Gestank hier drin kaum auszuhalten. So, wo wir Dieselöl kriegen, wissen wir ja schon. Gerümpel, Gerümpel. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Oh oh, hier haben wir noch Bombe nach hinten, da ist noch der Dingens, der strickt jetzt wohl Eingang, Durchreiche. Ihr habt sogar eine Küche? Na klar. Wir müssen doch irgendwie unsere Truppen verpflegen. Wow, das ist mehr als ich dir zugetraut hätte. Was denkst du denn? Wir machen hier ja keinen Kinderkram. Dein neuer Freund auch einen Orangensaft, Janosch? Nicht jetzt, Mama! Ach, das ist ja süß. Ich wollte gerade fragen, wie er das alles finanziert. Ich frage nicht mehr. Hallo? Oh, hallo! Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janoschs kleinen Freunden? Na, hören Sie mal. Ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Möchte unser tapferer Anführer denn auch einen Orangensaft? Vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Wir müssen also die Delfine zu Katzenfutter verarbeiten. Haben wir ein Messer dabei? Nee. Die Antenne haben wir dabei und wir haben ja noch die Baby-Gold-Dingens dabei. Das können wir mal vielleicht gleich mal ausprobieren. Gulli! Das schreit gerade. Ja, natürlich. Hier nach hinten gehen wir mal. Und schon sind wir hinten. Können wir da was machen? Mach mal.
Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Uh-oh. Hey! Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Ich habe eine Idee, Monsieur. So? Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Aber der geht doch... Ach nee, jetzt klappt's. Ja, aber jetzt. Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Okay, die müssen wir noch aufhalten. Ich weiß aber noch nicht genau, wie. Da kommen wir nach vorne. Kann man mit dem reden eigentlich? Nö. Unwichtiger Statist. Der fällt dann bestimmt ins Gerümpel oder sowas. Aber ich weiß noch nicht genau, wie wir es anstellen. Ich gehe jetzt mal wieder nach vorne und mit dem Kanister düsen wir erstmal ganz kurz zurück. Zack. Um uns nämlich das Dieselöl zu holen.